Herzlich willkommen. Können Sie sich vorstellen, dass Fasten zum Beispiel auch so ein ganz großer Pfeiler ist, in diese Eigenverantwortung, Eigenständigkeit zu kommen und vor allen Dingen aus einer Angst herauszukommen? Denn im Moment, was haben die Menschen rundherum? Angst. Und viele haben wirklich Angst, oh, es gibt irgendwann nichts mehr zu essen. Und da möchte ich einfach mal so ein bisschen so eine, Anführungsstrichen, Krisenvorsorge mit Ihnen besprechen, was das Fasten mit Krisenvorsorge zu tun hat. Bleiben Sie dran, wenn Sie es interessiert. Nadja Knoblauch, Heilpraktikerin, Fastenleiterin. Dieser Kanal mit meinen Videos steht dafür, für Eigenverantwortung, die Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und vielleicht die ein oder anderen Stellschrauben besser stellen zu können, indem man den Körper besser versteht. Und ich möchte Sie gerne an die Hand nehmen, begleiten. Wenn Sie nichts verpassen möchten, dann abonnieren Sie bitte. Ja, Fasten als Krisenvorsorge, wie soll denn das gehen jetzt hier? Sagen bestimmt manche, ja, hier läuft nicht mehr so ganz. Ja, aber Fasten als Krisenvorsorge, natürlich geht das, weil ich spreche mal so von Preppern. Warum laden sich die Leute, ganz, ganz viele Lebensmittel werden eingelagert, weil es wird ja überall gesagt, oh, es kann irgendwann nichts mehr zu essen geben, treffen Sie Krisenvorsorge und Sie sollten für 14 Tage mindestens die und die Lebensmittel zu Hause haben. Ich spreche jetzt mal nicht zu Familien mit Kindern, weil wenn ich Kinder habe, Kinder brauchen ihre Nahrungsmittel, brauchen ihre Kraftstoffe, Kinder brauchen Nahrung, brauchen Wasser, brauchen alles, was man sich wirklich in dem Sinne doch ein bisschen zu Hause eintun sollte. Ich spreche aber jetzt ja mal zu, ich sag's mal so, uns Otto-Normalverbrauchern und Menschen, die wir eben vielleicht keine kleinen Kinder mehr zu versorgen haben und die wir nur für uns selbst, was das Essen betrifft, ja, verantwortlich sind. Es ist doch so, ich habe ja immer irgendwo eine Angst, es gibt nichts mehr zu essen. Und je mehr ich weiß vielleicht, dass es nichts mehr zu essen gibt, desto mehr bekomme ich ja vielleicht sogar Hunger oder Appetit. Das ist ja immer so, das, was ich immer haben kann, das ist nichts wert, aber das, was ich plötzlich nicht mehr haben kann, oh, das wird sehr, sehr viel wert. Und wenn es ums Essen geht, können sich die allerwenigsten Menschen vorstellen, dass ich ohne Essen leben kann, dass ich ohne Essen glücklich sein kann, dass es mir ohne Essen oftmals sehr, sehr viel besser geht, als wenn ich esse, als wenn ich die Nahrung ständig zu mir nehme. Ich spreche hier wirklich übers Fasten, übers richtige Fasten, übers Fasten nach Buchinger. Da ist ja hier unten auch mal so der Fastenkurs verlinkt. Ich habe schon auch ganz viele Videos gemacht zum Fasten. Und dieses Fasten ist natürlich auch für mich ein ganz, ganz großer Baustein zum Unabhängigsein. Zum Freisein von diesem Druck, ich muss immer essen. Und wer diese Unabhängigkeit einmal erlebt hat, diese Freiheit einmal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Aber sehr viele Menschen, die allermeisten, können sich nicht vorstellen, wie es ist, einfach mal nichts zu essen. Und dieses Nichtsessen, das macht ja den meisten auch Stress, weil wenn ich jetzt aus dem vollen Essen rausgehe in ein Nichtsessen, dann habe ich eine enorme Rückvergiftung und dann kann ich im Körper ganz extrem auch zum Beispiel Entzündungsreaktionen haben. Dann ist mein ganzes Immunsystem komplett überfordert und diese Gefahr besteht, wenn ich wirklich mal plötzlich nichts zu essen bekomme. Da gehe ich in dieser Angst mit. Also da gehe ich damit, dass Menschen sagen, ich habe Angst, wenn ich plötzlich mal nichts zu essen bekomme, aber ich gehe aus dieser Angst nicht, weil ich nichts essen kann, sondern weil es wirklich eine Gefahr einer Rückvergiftung ist, gerade weil wir in unserem Breitengraden wirklich, ja, wer ist denn hier normalgewichtig? Die meisten haben wirklich enorme Fettquellen und diese Fettquellen, das sind ja auch entzündete Fettzellen oft und wenn die dann noch abgebaut werden vom Körper, weil der Körper nichts zu essen bekommt, das ist höchst gefährlich. Und deshalb, ich bin wirklich so, oder Ich spreche einfach mal darüber, wie kann ich denn das mal ein bisschen umgehen, wie kann ich denn da mal so ein bisschen eine Brücke schlagen, dass ich da mal vielleicht feststelle, oh, ich kann ohne Essen wirklich komplett gut leben und Fasten nach Buchinger, das heißt nicht, dass ich dort nichts esse, sondern ich esse dort oder essen nicht, ich ernähre mich flüssig, aber sehr kontrolliert. Ich nehme dann am Tag vielleicht bloß 300 oder 400 Kilokalorien auf, sodass mein Körper nicht in diese extreme Rückvergiftung kommt. Und dann nach 2, 3 Tagen merke ich, dass mein Körper auf so eine eigene Versorgung umgestellt hat. Und ab diesem Tag
Lass es den vierten Tag sein. Hatten wir jetzt erst wieder zur Fastengruppe, dass es manchen am vierten Tag auch noch nicht so ging. Aber das sind wirklich die Erstfaster. Die haben in den ersten 3 bis 4 Tagen da schon mit der Körperumstellung zu tun. Aber dann kommt der Moment, wo ich durch dieses Nichtsessen glücklich bin, weil mein gesamter Verdauungstrakt ist absolut mal sozusagen ruhig gestellt. Ich muss keine in Anführungsstrichen Giftstoffe aufnehmen, sondern mein Körper ist einfach einmal ja weg von allen Reizen, die ihm nicht gut tun. Denn meistens, wir essen zu viel Zucker, wir essen zu viel Fleisch, wir haben einfach Dinge, wo unser Körper, unsere Bauchspeicheldrüse auch ständig Insulin ausschütten muss, wo ständig in der Leber die Triglyceride, das Cholesterin, das muss, der Körper ist immer am Bauen und am Arbeiten mit zu viel, was wir essen, zu ungesund, zu durcheinander. Und auch zu oft. Also das sind ja so diese 4 Pfeiler, wie unsere Ernährung eigentlich ist. Und wenn ich das einmal durchbrochen habe und merke, ich kann durch dieses Nichts essen, es geht mir gut, weil plötzlich ist mein Hirn frei. Plötzlich habe ich nicht mehr so diesen Nebel vorm Gehirn in dem Sinne, sondern es ist frei. Und plötzlich merke ich, wow, ich habe Kraft und es geht mir gut. Und gerade Fastenzeiten von 2 bis 4 Wochen, das ist für den Mensch absolut nicht gefährlich, absolut nicht gefährlich, weil der Körper hat sich nach ungefähr einer Woche auf diese wenige Nahrung umgestellt. Er nimmt so in der ersten Woche so 3 bis 4, 5 Kilo ab. Ja, 5 Kilo, absolut kein Problem. Aber dann pegelt sich das ein. Dann nimmt der Körper nicht mehr so, also ich nehme da nicht mehr so viel ab. Das werden dann so ungefähr vielleicht bloß noch so 200 Gramm am Tag sein, die mein Körper abnimmt. Und ich kann dann sozusagen eigentlich mit gar keinem Essen, erstmal könnte ich grundsätzlich 2 bis 4 Wochen auskommen. Ohne Wasser auf keinen Fall. Also ohne Wasser ist der Mensch nach 1, 2 Tagen, also ist es schon recht gefährlich, obwohl haben mir auch schon Menschen erzählt, die Wasserfasten machen, die bis zu 7 Tage kein Wasser zu sich nehmen, gar nichts zu sich nehmen. Da bin ich mit denen, ja, da gehe ich überhaupt noch nicht so konform, fehlen mir noch die Erfahrungen, vielleicht bekomme ich die irgendwann, aber ich bin jetzt nicht der Mensch, der das testen würde, auf gar keinen Fall. Ja, aber wenn ich dann sozusagen gefastet habe, dann ist natürlich nochmal das Geheimnis, weil wenn ich dann wieder anfange zu essen, dann brauche ich auch erstmal wochenlang ganz, ganz, ganz wenig. Da reicht mir am Anfang eine Handvoll Reis. Wir kennen da alle, es gibt da irgendwo so Werbeplakate, da steht drauf, weniger ist leer. Also wenn man jetzt praktisch diese Handvoll Reis und noch weniger, es wird dann immer so mit hungernden Kindern in Afrika verbunden, die ja wirklich nur diese Schüssel Reis am Tag haben. Die sind natürlich, die haben ja nicht so diese Fettpolster wie wir, diese Körner zum Zusetzen. Aber wenn ich dann, komme ich erstmal eine ganze Weile noch hin mit Wasserreis, mit Congee, mit diesem ayurvedischen Wasserreis, mit ganz, ganz wenig Nüssen oder Sämereien, mit ganz, ganz wenig Gemüse. Und da kann ich wirklich ein paar Wochen, ist mein Körper natürlich, habe ich dann mein Traumgewicht. Natürlich geht es mir dann perfekt und dann habe ich auch gar keine Angst. Das Problem wäre jetzt nur, wenn ich von jetzt auf dann in dieses Nichtsessen kommen würde. Und deswegen ist es ja ganz gut, wenn man ein bisschen Krisenvorsorge hat, wenn man dann Essen daheim hat. Aber wenn man dann sagt, okay, was, die Läden haben zu, was, kein Strom oder das, doch gut, dann faste ich einfach mal. Und damit habe ich natürlich schon wieder die 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das ist immer, ich bin der Verfechter von, ich möchte autonom leben können. Ich möchte mich nicht abhängig machen von irgendwelchen Süchten, sei es Alkohol, sei es Nikotin, sei es der Zucker, sei es irgendwas. Ich möchte frei sein und dieses Freisein heißt für mich, ich weiß, mein Körper kann leben, ohne dass ich Nahrung habe. Ich kann leben ohne Fernsehen, sowieso. Selbst das sind ja manche Menschen, die sagen, auch oh, ich kann nicht ohne Fernseher leben. Aber dass man das testet. Und das ist so mein Impuls an Sie. Befassen Sie sich mit dem Fasten. Es steht hier unten, es gibt diesen Online-Fastenkurs, den ich erstellt habe, den können Sie sich runterladen. Da ist jetzt nochmal zum Fasten Sonderpreis für Sie. Und wo Sie auch mit Videos, wo ich Sie durch einen Fastenkurs leite, von A bis Z, die Vorbereitung, wie Fasten geht, bis zum Ende, wo Sie null Fragen haben. Natürlich können Sie mich auch kontaktieren bei Fragen, aber ich glaube, ich habe den so aufgebaut, dass jeder Anfänger einmal fasten kann. Ich animiere Sie zum Fasten, ich animiere Sie, sich mit Fasten zu befassen und dadurch frei und unabhängig zu werden. Herzlichst,
Ihre Nadja Knoblauch in dem Sinne und schauen Sie gerne in die Mediathek. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.